Hui. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Mal wieder ein Fockerchens Heimfahrt-Video. Ich habe ja das letzte Mal ein Video gemacht, wo ich mein neues Auto vorgestellt habe, der E-Up. Habe sehr, sehr viel Kommentare bekommen. Hat mich gescheit gefreut. Dankeschön. Habe auch Lob bekommen, viel, gut, aber auch Kritik gehört dazu, passt. Und ich finde Kritik immer sehr gut, wenn sie fair bleibt. Und das waren sie eigentlich, muss ich sagen. Mal schauen, wo die Kamera ist, weil... da, gut, ist nämlich an das Handy reiß und da habe ich nicht genau gewusst, wo ich hinschauen soll. Nicht, dass ich mir vorbeischaue, das ist ja doof. Und habe dementsprechend Kritik bekommen, immer fair, immer ja, halt alles im grünen Bereich, wunderbar. Und zu dieser Kritik möchte ich mich auch ein bisschen äußern. Und zwar, Thema steht ja in der Überschrift, warum ein E-Auto von VW, kann man VW noch kaufen, ja oder nein? Also ich habe ein paar Kritikpunkte gelesen, drei möchte ich jetzt mal rauswählen. Einmal Kritikpunkt 1, warum überhaupt ein E-Auto? Wie kannst du dir denn ein E-Auto kaufen? Gerade bei den Strompreisen. Das ist richtig, Strompreise sind extrem hochgegangen, aber Benzinpreise auch. Also Frage, warum das immer jetzt ein E-Auto kauft bei denen Strompreise, könnte ich sagen, warum kaufst du einen Verbrenner bei denen Spritpreise? Im Endeffekt ist es gleich. Ich habe Glück, ich habe im November nochmal einen neuen Vertrag, einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen mit 24 Cent die Kilowattstunde und der hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Das heißt für mich jetzt noch lange nicht, dass ich 2 Jahre im Trockenen sitze und mich freue und die Hände reibe. Weil es könnte schon sein, wenn es so weitergeht, dass sie vielleicht trotzdem den Vertrag, dass der vielleicht trotzdem gekündigt wird. Könnte sein. Also würde ich jetzt nicht ausschließen. 60 Cent kostet ungefähr die Kilowattstunde mittlerweile, wenn du in der Grundversorgung bist. Und das ist schon heftigst. Aber wie gesagt, der normale Sprit, was ich jetzt gerade, jetzt fahren wir dann an der Tankstelle da vorbei. Das ist eine Jet-Tankstelle, die ist immer eine der günstigsten hier in Amberg. Und da ist der Diesel in der Früh auch mit 1,70 und nachmittag dann meistens so mit 1,60 irgendwie. Und dementsprechend könnte ich das auch sagen. Ja, warum ein Verbrenner bei den Preisen momentan? Das ist die erste Kritik. Die zweite Kritik, warum kannst du dir ein deutsches Auto kaufen? Deutsche Autos, E-Autos, haben eine ganz schlechte Qualität. Kauf dir doch lieber ein anderes. Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob das wirklich so ist, weil ich selber fahre kein deutsches E-Auto, sondern ich fahre einen Kia. Kia Hyundai, ja genau, ein Kia Soul. Und mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da mache ich dann nochmal extra Video, warum das ihn hergibt. Trotzdem hergibt, im August läuft er aus, seitdem oder jetzt habe ich noch. Diesel 1,59,9. Ja, war schon mal günstiger, glaube ich. Und bin mit dem Auto sehr zufrieden. Und warum das ich nicht behalte, da kommt dann nochmal ein extra Video. Meine Frau fährt einen Hyundai Kona und ist bis jetzt auch immer sehr zufrieden gewesen. Denn seit dem letzten Software-Update hat der ein sehr eigentümliches Eigenleben entwickelt. Also auch die haben Probleme, softwaretechnisch muss man sagen. So sind wir sehr zufrieden. Und ich weiß nicht, ob ein deutsches E-Auto wirklich schlecht ist.
Es gibt, glaube ich, für überall Beispiele, egal was du jetzt für Auto kaufst, wenn du jetzt einen VW hast oder einen Mercedes oder wenn du einen, keine Ahnung, einen Tesla. Höre ich immer wieder, dass Tesla ja auch nicht so überragend sein soll. Sehr viele sind begeistert und sehr viele haben keine Probleme. Es gibt aber welche, die haben es. Also man kann auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und jetzt kommt der Kritikpunkt 3, den möchte ich ein bisschen ausführlicher erzählen, weil der auch ein bisschen ausführlicher kritisiert hat. Und zwar hat er geschrieben, schämen Sie sich, wie können Sie einen VW kaufen? VW hat 12 Millionen Leute betrogen und will sich billig aus der Affäre ziehen und so weiter. Also, ja, ich habe dann zugeschrieben, andere Hersteller haben auch Dreck am Stecken. Gut, das hat mir auch nicht so richtig gepasst. Ist okay, hat er vielleicht auch recht. VW hat es halt wirklich übertrieben, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, und daher jetzt im Endeffekt mein kleines Statement, das ich habe, das ich mitteilen will. Und zwar habe ich mir schon extrem viel Gedanken gemacht, was ich mir für ein Auto holen werde. Auch VW war von mir in der Kritik ziemlich oben, also habe das sehr kritisiert und habe das auch mit einberechnet und im Endeffekt habe ich für mich jetzt selber gesagt, Mensch, VW darf man eigentlich nicht kaufen. Ja, sollte man nicht, weil man belohnt sie noch für das, was sie oder wie sie mit dem Kunden umgegangen sind. Das ist einfach so. Ich selber bin nicht betroffen gewesen, das muss man auch sagen, Gott sei Dank. Und aber man ist ja solidarisch. Man sollte solidarisch sein und man sollte einfach keinen Hersteller kaufen, der so mit seinen Leuten umgeht. Da gebe ich absolut recht, stimmt. Warum habe ich mir den dann trotzdem gekauft? Ja, in dem Fall war ich ein bisschen egoistisch. Ich habe mir eine imaginäre Liste gemacht und habe für mich mal so aufgeschrieben, was muss denn mein zukünftiges Auto alles erfüllen? Wie groß soll es sein? Wie teuer soll es sein? Wie viel Leistung brauche ich, wie viel Ladeleistung brauche ich und so weiter. Für mich war klar, dass mein Auto definitiv kleiner werden muss als dieses Soul, weil, ein bisschen sieht man es, ich fahre zu, ganz genau weiß es nicht, 90-95% allein mit dem Auto. Ich fahre die Arbeit, ich fahre zum Einkaufen, ich fahre zum Wertstoffhof, ich fahre zum Spätzl, ich fahre keine Ahnung wohin. Dementsprechend, mein nächstes Auto muss kleiner sein, weil eigentlich ist mir die Kiste jetzt groß. Ja, ich brauche so viel Platz nicht. Dadurch, wenn sie nicht so groß ist, ist sie auch nicht so schwer. Wenn sie nicht so schwer ist und so groß ist, ist vielleicht auch nicht ganz so teuer. Wenn er nicht so groß ist und so schwer ist, brauche ich auch die Leistung nicht. Und wenn er nicht so groß und so schwer ist, ist er in die Ersatzteile, also im Unterhalt, von der Versicherung ist er günstiger, auch von der Steuer ist er günstiger, die ich zwar erst im neuen Jahr zahle, aber er ist trotzdem günstiger. Und das sind lauter so, die Reifen sind günstiger und so weiter. Das sind lauter so kleine, für mich so Parameter gewesen, die ich halt haben will. Also für mich war klar, dass ich eigentlich einen Kleinstwagen will, weil der mir völlig reicht. Ich wollte keinen 700 PS, 140.000 Euro teuren und 2,5 Tonnen schweren SUV. Wollte ich nicht, weil ich nicht brauche. Brauchen einfach nicht. Auch habe ich das Geld nicht dazu. Ich will nicht so viel Geld ausgeben für ein Auto, sondern ich will das Auto halt so günstig wie möglich halten. So, und dann habe ich mir so meine Wünsche aufgeschrieben oder habe ich mal gemerkt, haben wir so eine Liste gemacht und dann haben wir gedacht, okay, was für ein Auto gibt es denn dafür? Jetzt hat der mich da kritisiert hat, hat er gesagt, ja, warum, dass ich mir keinen Dacia kaufe? Ja,
Ah, stimmt, ich hätte mir den Dacia kaufen sollen vor allem, oder können, vor allem nehmen, weil der Dacia E, ich weiß gar nicht, wie er heißt, er ist jetzt auch erst rausgekommen, das E-Auto von Dacia, wäre wahrscheinlich unterm Strich nochmal günstiger gekommen, bin mir ziemlich sicher, vielleicht 2000 Euro, weiß ich nicht. Das Auto wäre größer gewesen, Leistung, glaube ich, wäre ziemlich gleich gewesen, aber mit voll deinem Punkt. Tut mir leid. Also, ja, aber einfach nur nicht einen VW kaufen, nur dass ich keinen VW oder dass ich keinen VW kaufen soll und mir dann ein Auto kaufe, das mir halt gar nicht gefällt, mache ich auch nicht. Sorry, also muss man verstehen oder auch nicht, je nachdem. Also, dann gab es für mich nur noch einen Renault Twingo in der Größe. Was sicherlich kein schlechtes Auto ist, aber da geht es mir genauso, mir gefällt er irgendwie gar nicht. Jetzt kann natürlich einer kritisieren und sagen, naja, aber der abschaut ja auch wie der Rotz am Ärmel. Also gefällt ihm jetzt auch nicht, aber ja, es ist halt Geschmackssache. Also mir gefällt der ab eigentlich sehr gut. Ja. Mir gefällt er. Ist ein schnuckliges, goldiges Auto. Hat überhaupt kein Überholprestige. Brauche ich auch nicht. Interessiert mich nicht. Überholprestige ist für Leute, die kleine Genitalien haben. Auch wenn ich dafür wieder kritisiert werde, ist meine Meinung. Brauche ich nicht, will ich nicht. Twingo, ich habe ihn noch nicht einmal live gesehen, aber so auf dem Bild her gefällt er mir einfach nicht. Außerdem glaube ich, ist die Reichweite nicht so groß, weil er nicht so eine große Batterie drin hat. Dann gab es noch einen Smart, den Smart EQ. Was ein geiles Auto ist, ich habe selber schon mal einen Verbrenner-Smart gefahren über 4 Jahre, es war ziemlich am Anfang, wie der Smart rausgekommen ist. Ein super schönes Auto, wendig, flott, wunderbar, als E-Auto noch wendiger, noch flotter, ganz, ganz klasse, aber im Sommer mit so 130 Kilometer Reichweite und im Winter bestimmt unter 100, schätze ich jetzt mal, ist immer dann zu wenig Auto für zu viel Geld. Also wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Im Endeffekt ist wirklich nur einer von den Drillingen übrig geblieben. Ob das jetzt ein Seat ist, ob das jetzt Skoda ist oder ob das ein VW ist, war für mich jetzt erst einmal egal. Mir selber gefällt halt der ab ein bisschen besser. Der schaut von vorne halt einfach mich da aus. Ja. Und von hinten sind es auch fast alle gleich, wobei die Heckklappe vom ab ja komplett aus Glas ist bis runter. Das heißt, da kann schon mal der Türöffner oder die Scheibenwischerhalterung, ich weiß gar nicht, ob die beim Citygo, ob die an der Scheibe ist oder unten am Kofferraumdeckel, am Metall, kann halt nicht rosten. Das finde ich halt jetzt persönlich nicht schlecht. Also die Heckklappe kann halt nicht rosten. Weil das sieht man mir sehr oft, dass ein Auto vor einem fährt und denkt man sich, alter Schwede, was haben die denn mit der Heckklappe gemacht? Das ist ja, das schaut aus wie eine Mondlandschaft. Ja, deswegen, mir gefällt es halt auch besser aus. Ja. So, es blieb eigentlich nur einer von den drei Autos übrig. Und dementsprechend habe ich mir den eigentlich mehr oder weniger kaufen müssen. Müssen wir mal gar nichts, aber kaufen wollen. Und für mich war es eigentlich in dem Spiel eigentlich, ich sage sehr oft eigentlich. Eigentlich sage ich sehr oft eigentlich. Hatte ich mir kein VW kaufen müssen, aber einer von den drei wäre es halt für mich jetzt gewesen. Warum habe ich mir keinen gebrauchten gekauft? Weil neu kriegst du es ja eigentlich nicht mehr, gerade von dem Skoda und vom Seat. Kriegst keine neuen und dementsprechend hätte ich mir gebraucht kaufen müssen, aber da sind die Preise von den Gebrauchtwegen momentan so hoch, dass ich mir eigentlich neu hab kaufen können. Und bin ich aufs Gleiche gekommen. Beim VW ab ist sogar so, dass der, ich glaube momentan sind die Preise wieder ein bisschen runtergegangen, aber da wo ich geschaut habe, eben waren die teilweise 4000 Euro teurer, als mir ein neuer kostet hätte. Oder der neue gekostet hat. Das wollte ich dann auch wieder nicht ausgeben. Ich wollte ein billiges, in Anführungszeichen billiges, ich weiß, ab ist teuer. Ein anderer Grund ist, wenn man jetzt ein bisschen gehässig ist, könnte man natürlich sagen, naja, ich habe nämlich persönlich mal gehört oder gelesen,
dass VW angeblich mit jedem verkauften E-Up Verluste macht. Ich habe mal eine Zahl gehört, die schwirrt so um 2500 Euro. Wobei das bestimmt jetzt schon zurückgegangen ist, weil die Herstellung wahrscheinlich weniger kostet als früher. Und je höher die Ausstattung ist, umso weniger Verlust machen sie oder umso mehr Gewinn machen sie, weil eben die Ausstattung mitgezahlt werden muss. Die Ausstattung zum Einbauen kostet ja die 30 Euro, verlangen aber 150, sage ich jetzt einmal. Ja, und je mehr das sie haben, umso mehr passt sich der Preis nach oben an und dann passt es auch wieder. Wenn das stimmt, dass sie miese machen mit dem E-Up, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist. Dann habe ich ja auch was Gutes getan. Da habe ich VW im Endeffekt abgestraft, indem ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt ein Auto und ihr macht es miese. Ob es so ist, weiß ich nicht. Oder ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber warum sollte VW ein Auto verkaufen, wo sie eigentlich drauf zahlen und miese machen? Macht doch kein vernünftiger Mensch, macht auf Profit angelegter Hersteller. Das sollte ja jeder sein, weil sonst braucht ihr kein Auto verkaufen. Warum sollte die das Auto mit Verlust verkaufen? Macht keinen Sinn. Naja, es macht keinen Sinn. Es sei denn, sie sind extrem auf Marktanteile aus. Weil Marktanteile sind für Autohersteller sehr, sehr wichtig. So viel Prozent von dieser Kategorie ist unser Auto. Und so viel Prozent von dieser Kategorie haben wir im Markt. Und das kann man natürlich sehr gut vermarkten. Und dadurch ist vielleicht der Verlust nicht ganz so groß. Also rechnerisch ja, aber rein vom Image her oder so kann ich es nicht sagen, weiß ich nicht. Also wäre möglich. Und dementsprechend habe ich mir einen VW gekauft, weil ich keinen anderen bekommen habe in dieser Größe, in dieser Klasse. Hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie VW die Stange halten will oder dass ich mich schämen soll, so ein Auto zu kaufen. Wenn ich Bedürfnisse habe für eine gewisse Art von Auto und das halt nur bei dem Hersteller bekomme, dann mache ich für mich persönlich keine Einschnitte und kaufe mir ein anderes, nur weil ich von dem Hersteller keins kaufen will. Wenn der Hersteller das hat und die anderen nicht, ist es für mich klar, dann nehme ich das. Es sei denn, das Auto ist brüllschlecht und macht nur Probleme, dann ist es für mich irgendwie schon klar, dass ich mir das Auto dann nicht kaufe. Aber in dem Fall habe ich jetzt bloß eine negative Story über den E-Up gehört. Alle anderen, die ich kenne, sind eigentlich sehr zufrieden. In der Arbeit fahren viele Ups und Skodas und Seats in E-Ausführung und die sind eigentlich alle zufrieden. Ja, ich weiß, und das ist aber kein Auto, auch ein Up ist nicht perfekt. Schreibt mir eure Meinung einmal unten in die Kommentare. Seht ihr das genauso oder stempelt ihr mich als Heuchler und Egoist ab, was er sein kann? Und lasst uns drüber diskutieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Servus, sagt locker, euer Volker.